Zum Jahresende, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ein Gruß der Bundesleitung der Deutschen Polizeigewerkschaft. Wenn wir auf das Jahr zurückschauen, hätten wir gar nicht so viel Zeit, um alles beurteilen zu können, was in diesem Jahr passiert ist. Aber es hat durchaus Fortschritte gegeben, sowohl bei der Besoldung als auch bei der Versorgung, in der Ausrüstung. Und endlich auch haben einige Länder und vor allen Dingen der Bund verstanden, dass wir mehr Personal brauchen. Aber wir werden im nächsten Jahr dranbleiben müssen, denn noch längst ist nicht alles das erfüllt, was wir brauchen. Vor allen Dingen aber werden wir jetzt in die Besoldungsrunde starten. Das heißt, die Tarifverhandlungen starten und im Anschluss daran müssen wir uns darum kümmern, dass das Tarifergebnis überall auch auf die Besoldung übertragen wird. Das heißt, es liegt auch im neuen Jahr eine Menge Arbeit vor uns, aber wir sind gut aufgestellt und ich bin ganz sicher, dass wir erfolgreicher sein werden. Und bis ins neue Jahr, alles Gute, kommt immer gut nach Hause.